Gut. Dann können wir jetzt gelb anschalten. Perfekt. Jetzt hier wieder auf grün. Wir wollen wieder gelb machen, ne? Und gelb. Perfekt. Okay, und das sagt uns jetzt, wir müssen türkis machen. Also zurück auf gelb. Gehen wir hier auf blau. Upsale, türkis, gelb. Blau. So, dann geht's hier wieder auf gelb, dann können wir nämlich raus, dann geht's hier wieder auf blau. So, und zurück. 1, 2, 3. Ich weiß, es ist nicht türkis, es ist himmelblau, es ist mir egal, was es ist. So, wir sind hier auf gelb. Oh, nee. Gelbes Augenkrebs. Komm, ich gehe hier auf... Ach so, warte. Ich gehe hier auf blau. Ich muss nämlich einmal durchhüpfen. Einmal, zweimal, dreimal rüber. Yep. Dann laufen wir hier nochmal durch. Schalten nochmal die Farbe um, nämlich auf grün. Und dann machen wir wieder hier türkis. Und dann ist alles gut. Okay, pink. Aha. Okay. Pink wäre die Farbe. Was wäre denn hier eigentlich die Farbe? Rot. Ach, der muss ja... Ach so. Pink. Hm. Das ist aber nicht gut. Das ist aber echt nicht gut. Aber ich muss ihn ja nach oben kriegen. Ach, das passt doch. Ich kann die sogar so umschalten. Ist ja gar nicht schlecht. Dann würde ich nämlich hier sagen, ich gehe mit euch auf eine andere Farbe. Türkis zum Beispiel. Okay, dann gehen wir hier nochmal auf Pink. Gehe ich hier hoch und sage Türkis. Zack. Super. Kann ich euch dann nämlich unten durchschieben? Ich krieg auf jeden Fall die Tür auf. Und da muss ich eigentlich auch gar nichts mehr machen. Das ist ja spitze gelaufen. Das ist ja echt spitze gelaufen. Okay, dann wäre das hier gelb. Ah, grün.
Aua. Ah, okay, die werden immer hinterhältiger. Also, grün war das. Grün war das. Dann machen wir hier mal. Okay, blau. Ich hätte gerne. Dunkelblau hätte ich gerne nicht. Vielleicht lila hätte ich gerne. Sagen wir mal dunkelblau, hm? Okay, dann hätte ich da rüber gehen können. Alles klar. Okay, wir fangen an mit grün. So, das wäre grün. Ich will das aber auf blau haben. Zack, zack, zack. Genau. So, dann sind wir hier bei Orange. Geht's hier nochmal auf Blau? So. Also die beiden wären blau. Dann wäre für euch beiden da unten. Ja, rosa sinnvoll, oder? Wobei eigentlich auch blau. Also welche Farbe ist denn da eigentlich nicht? Das ist doch die viel sinnvollere Farbe. Eine Farbe, die nicht da unten vorkommt, ist rot. Dann machen wir aus dir Himmelblau. Gehen wir mal da hoch. Wofür? Ah, dafür brauche ich euch. Okay, dann machen wir hier auch mal blau. Wir nehmen die gleich mit. Dann kommt hier Himmelblau. Dann kommt hier Grün. Dann hüpfen wir hier mal rüber. Schieben wir dich da mal rein. So, und da unten wäre ja rot das Sinnvollere. Das heißt, das machen wir. Okay. Ah, so einfach geht es. Das ist witzig, wie man eigentlich das Spielkonzept verstanden. Das Spielkonzept verstanden hat, aber es doch nicht verstanden hat. Okay, also wir düsen nochmal hier hoch. Hier ist grün. So, dann will ich auf rot gehen. Zack, 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 zack. Das ist rot und zack, 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 rot. Grün. Dann haben wir hier blau. Können wir hier runter. Ach komm. Den können wir gleich mitnehmen. Zack, hier haben wir himmelblau. Hier haben wir grün. Ist es grün? Ich würde es tippen. Warum es vorher nicht geklappt hat, keine Ahnung. Schmeißen wir dich da runter. So, himmelblau, blau, lila, runter, himmelblau.
So, und dann geht's hier wieder auf Rot. Okay. Dum, dum. Zack. Wir gehen hier wieder auf Grün. Himmelblau. Grün. Schön. Kann man hier zumachen. Und dann können wir hier sagen, rot. So, die sind jetzt alle rot. Das heißt, wir können da jetzt einfach ohne Probleme durchlaufen. Und auch wieder zurück. Und dann haben wir hier wieder grün. Können hier hochflitzen. So, Dinger mag ich ja. Viel mehr als irgendwelche actiongeladenen Sachen. So, jetzt kommt gleich der OP wieder. Okay, dann bleiben wir mal weg, blau. Und dann sind wir hier bei der Universität. Ich würde trotzdem gerne nochmal zurückgehen. Um zu schauen, ob es hier was Besonderes gibt. Ja. So, 14 haben wir. Wie gesagt, ein paar habe ich ja offenbar noch vergessen. Deswegen war es das wahrscheinlich nicht. Wir können auf der Karte nochmal gucken. Also hier unten hätte ich 5 finden können. Da habe ich gar keinen gefunden. Das ist natürlich mutig. Das heißt, ich muss irgendwann mal die Dinge wirklich noch durchgehen. Aber ich glaube, das mache ich eher für mich als für euch. Oder mit euch. Hier schauen wir einfach mal weiter, wie es mit der Geschichte weitergeht. Können wir mit dir reden? Oh, hallo du. Du sollst doch gar nicht hier sein. Die Universität ist geschlossen. Die Rohre sind auseinandergebrochen. Also zerplatzt. Überall gibt es Schleim. Verschwinde besser. Also, mach besser, dass du irgendwo anders hinkommst. Weil hier, nee, nicht gut und so. Hier oben ist auch noch irgendwie. Aber hier geht's auch nicht weiter. So, das heißt, da oben kommen wir wahrscheinlich raus, nachdem wir da unten durch sind. Deswegen, cheerio. Aber töten tut's mich nicht. Das ist gut. Ah. Hihi. Nette Idee. Being back at the university has surfaced many memories, Hugh. I remember taking you to lectures. You would crawl to the front of the hall when I wasn't paying attention. Dr. Gray would look down from his lectern, and all his seriousness and authority would wash away. He would pick you up, walk over, and return you to my arms with a smile. Love cannot be measured, Hugh. Like color, it exists inside of us. I buried it. I buried the love that I had for my own ends. I hope after all this, you will see my mistakes for what they are. Yours lovingly, Mom. Ich sag doch, dass irgendwie. Boah, ich hab grad voll Pipi im Auge. Ich sag doch, dass irgendwie. Der Professor selber eigentlich gar nicht der Böse ist. Sondern sie ist halt einfach zur Welt gegangen. Okay. Also, ach, grün. Okay, als erstes machen wir mal rot. Dann flitschen wir hier durch. Dann machen wir gelb. Okay, grün. Dann machen wir wieder rot.